So, ja, jetzt können wir da runtergehen, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung. Guck nochmal hier. Oh, shit. Bisschen höher? Nein, bisschen tiefer. Tada! Dann haben wir noch eine Kiste, ne? Oh, First Aid. Das ist gut. Eine Notiz war da auch noch. Oh, hier blubbert das irgendwo. Bleach. Oh, oh, oh. Drei dreckige Klinge. Uiuiui. Das wird ja mal besser hier. Die hatten wir doch, oder? Nö. Blubberten hier so. Hm. Hallo. So, wie komme ich da jetzt runter? Da geht's. Ne, da unten ist die Kanalisation. Irgendwie muss ich da unten längs. Hier noch wahrscheinlich einen runter. Jo, da. Uah, durch die Scheiße schwimmen. Gleich kommt Mr. Hanky irgendwo an der Seite raus. Mr. Hanky. Die haben mir seine Waffe geklaut. Toll. Oh oh. Ja, alles klar. Ich habe die lokalen Ventile und die Hauptschleuse geöffnet. Oh, und die Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz, muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst tritt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Telefon. Das wird ja richtig spannend, die Runde. Da hinten war die letzte. Oh, wo ist das Blaue? Da. Hm.
bleib liegen. Oh, oh. Ach, viel zu langsam bist du. Viel zu langsam, Alter. Ich hab jetzt alle Ninja-Sterne wegen euch aufgebraucht. Und bleib jetzt auch liegen. Manchmal sind die kleinen Zombies aber auch echt anstrengend. Das war's. Jetzt zurück zur Basis. Im Laufschritt Marsch. Alter. Zu Befehl, Boss. Soldat, wir müssen definitiv an ihrer Disziplin arbeiten. Wir haben ja noch Genusssachen zum Einpacken. Schade, dass mein Ninja-Stern nicht wieder aufheben kann. So, kehren Sie zurück zu Jeff. 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 Kevin. Jeff. Ach ja. Ein Tag wieder in Aran. Bei der Zombie-Apokalypse heute. Wie fühlen Sie sich denn? Die Zombies sind heute gut drauf. Sie jagen einen wieder hinterher. Da guckst du nur, ne? War das hier? Ja. Hey, gute Jeff. Arbeit, Soldat. Ich öffne jetzt die Hauptdruckschleuse. Halten Sie sich bereit für ein Feuerschauspiel erster Klasse. Ich schaue mir das lieber aus der Distanz an. Wie Sie wollen. Sie haben 10 Sekunden. Okay. Ja, nicht schlecht. Oh. Was zur Hölle war das? Ich hab Jeff gefunden. Das Gas ist wieder da. Hervorragend. Wie gesagt, er ist unersetzlich. Ich befürchte, wir müssen einen Ersatz finden. Tja. Jeff hat sich erledigt. Jetzt gehen wir mal gucken, was der Jeff da drin hatte. Oh, 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 oh. Aua, aua. Okay, da komme ich nicht hin. Jetzt gehen wir zu Jaffa. Jaffa, Jaffa, da ist der Jaffa. Gut, dich zu sehen. Sprich mit Kurt. Er erklärt dir alles. Jetzt gehe ich zu Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Was ist los, Kurt? Crane, ich baue mit deinem Dynamit eine Antipersonenbombe. Sie wird die Infizierten in 1000 Stücke zerfetzen.
Ich kombiniere das Dynamit mit Knallkörpern und Schrapnellen, brauche aber noch ein paar Dinge. Ein Gehäuse zum Beispiel. Eine LKW-Batterie wäre perfekt dafür. Auf der Überführung steht ein LKW. Er hängt zwar halb in der Luft, aber du bist ja sportlich, nicht wahr? Tja, so sieht das aus, ne? Crane, die kleine Arbeiterbitch, die muss überall hin. So, Überlebensrang, was haben wir denn? Uiuiui, was ist das denn? Granatenmarkeneinbau. Lernen Sie 4 verschiedene Arten von Granaten selbst herzustellen. Regulär, Blumengift und... Geil. Was haben wir denn hier? Elektriker Salsa. Lernen Sie, wie man Elektrozaunfalle einsetzt. Okay. Reparaturkünstler. Werden Sie ein besserer Reparateur beim Reparieren einer Waffe, wird auf der entsprechenden Snut nicht gebraucht. Und hier haben wir das Schild. Hier ist der Haken. Ab Stufe 12 gibt es den Haken. Selbstschutz. Den können wir auch nehmen. Ich finde aber Granaten gut. Hihihi. Ich habe Granaten. So, was haben wir hier? Fokus. Wenn Sie denselben Gegner mehrfach treffen, erhalten Sie jedes Mal einen Schadenboost. Gegen Unholde, Rammer und andere spezielle Feinde kann das hilfreich sein. Ja, das stimmt. Den nehmen wir mal. Gut, er sagt der LKW. Was haben wir da? Ich hab gedacht, ich bin allein. Da höre ich so ein komisches... Hey, suchst du nach einer Schlägerei? Bleib locker, ja, und nimm die Waffe runter. Komm mal, dein Freund läuft schon weg. Kurz mal. Und nochmal. Uiuiui. Das war aber auch knapp langsam. Was haben wir hier denn? Inventar auf voll. Das war gut, das war gut, das war gut. Aber jetzt. Tada! Da oben muss ich. Ach, da oben hängt er. Haben wir hier nicht schon? Wie kommt mir das bekannt vor alles? Komm ich da hoch? Ja, nice. Scheiße, die kann ich nicht mehr machen. Hey, Digga, das ist nicht wahr, oder? Okay, der steht nicht mehr auf. Kann ich dich da hinlocken? War doch ganz nett, oder? Wenn du da hinten hingehen würdest und ich könnte dich da hinbringen. So, was haben wir denn? Industriegel, das brauchen wir nicht. Benjamin Franklin macht Standard-Höllenfeuer. Fastball gibt... Ist hier Baseball? Wir sollten auch schon immer mal einen Zombie über die Spielfeldbegrenzung kategorisieren. Aha, dann treten sie vor. Zommal. Okay, alles klar. Stachelhalsband Mod, vielleicht auch als Fashion-Artikel geeignet, aber vornehmlich dazu gedacht, eine stumpfe Waffe zu einem Spitze zu... Nein. Schweißermod. Gebrochener Knochen, geplatzte Haut, verkohltes... Uiuiui. Ah, scheiße. Schneidermod. Für was ist das? Kurzes Messer. Dreckige Klinge. Nee. So, Wurfstände können wir noch schnetzeln kurz. Oh, Feuerwurfstände. Das ist ja eine geile Sache. Feuerwurfstände sind immer gut. Oder Explosive. Uiuiui. Inventar voll. So, dann können wir die Rohre und so kaputt machen. Alles, was grün ist, kann weg.
Außer Dynamit, das brauche ich. Entwürfe. Explosive Wurfstände, aber die kann ich jetzt sowieso nicht verwenden, aber... Kann ich diese leitfähige Flüssigkeit, entflammbare Flüssigkeit, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, die habe ich jetzt im Inventar, ne? Tausche ich gegen Wurfstände. So. Okay. Ihr seid doch wohl nicht ganz dicht hier, oder? Ja, komm mal her, hier, ich hab was für dich. Das ist das Schöne daran, der haut auf alles. Der haut auf alles drauf. Wurfsterne. Wir haben brennender Wurfstern, haben wir. Leitfähige Flüssigkeit kann Feinde geworfen werden, um sie zu duschen. Wirkt bei elektrischen Waffen wahre Wunder. Also der hier. Dreh dich mal um. Ach egal. Wir entflammen ihn einfach mal. Ich bin ja so fies. Geht mal da hinten hin, Jungs. Geht mal da hinten spielen. Ich muss da was erledigen. So, Autobary and Alten. Jetzt kann ich wieder weg. Hey! Tut mir leid. Scheiße. Außenweg. Oh ja, ist gestohlen worden. Ich kann sowieso keins abgeben. Ich hab Handel voll. So. Kurt, ich hab die Batterie. Wir haben also ein Gehäuse. Besorg mir jetzt vom Schrottplatz noch Altmetall als Schrapnell. Schau dich danach in Läden oder Lagerhäusern nach Zucker und ein paar Kabeln um. Mit dem ganzen Kram baue ich eine Bombe, die auf einen Schlag 100 Infizierte zerfetzt. Klingt gut. Ja, gut. Bring eine LKW-Batterie zu Kurt, haben wir. Küchenkram. Metallteile abgeben. Küchenkram fehlt mir. Das sollte das Schrapnell. Gehen diese Kabel hier? Jo. Okay, Küchenkram fehlt mir. Zucker. Gut, das machen wir in der nächsten Folge weiter.